Und damit hallo und herzlich willkommen zur Analyse des vierten Viertelfinals zwischen Dan Millman und Des Racing. Und ja, weil die letzte ja so ein bisschen länger war, versuche ich die diesmal wieder ein bisschen kürzer zu halten. Wir haben ja auch tatsächlich nur zwei Matches zu analysieren und beim ersten handelt es sich sogar um ein Zwergen-Mirror-Match. Und ja, man muss hier ganz klar sagen, ich glaube tatsächlich, dass es hier zwei Stellen gab, die tatsächlich, so blöd das klingt, das Spiel entschieden haben. Und die erste Stelle ist tatsächlich einfach nur ein bisschen Unglück auf der Seite von Dan Millman. Der spielt nämlich hier sein Barclay Els und der zieht einen zufälligen Bronze- oder Silberzwerg aus dem Deck. Und ja, Dan Millman hat ja einfach Riesenpech, dass er den Pauli Dahlberg zieht. Das ist ein Zwerg, der hat die Fähigkeit, einen beliebigen Bronze- oder Silberzwerg, der keine Unterstützungseinheit ist, vom Friedhof wieder zurückzuholen. Und ich meine, Dan Millman hat das Glück, dass er hier wenigstens noch einen Zwerg auf dem Friedhof hat. Aber man will natürlich nicht nur einen Dreierzwerg wiederbeleben, sondern man will am besten einen von diesen Achterzwergen dann in der nächsten Runde wiederbeleben. Oder vielleicht sogar einen der Zwerge, der durch den Barclay Els in der vorherigen Runde schon ein bisschen gestärkt wurde. Ich meine, man kann immer sagen, klar, es war ein riskantes Spiel, tatsächlich hier den Barclay Els zu spielen, wenn der Pauli Dahlberg noch im Deck liegt. Das muss man natürlich immer dazu sagen. Andererseits, ich weiß natürlich nicht, was er noch auf der Hand hat, aber ich denke mal, dass die Wahrscheinlichkeit, den Pauli zu ziehen, deutlich geringer war, als jeden anderen Zwerg zu ziehen, bei dem Dan Millman kein Problem mit gehabt hätte. Und ich vermute mal auch, dass er sein Barclay Els früh ausspielen wollte, weil er ja in der letzten Runde diesen mit Hattori wiederbeleben will. Und ich denke halt einfach, es war ja einfach ein bisschen Pech. Das ist ein bisschen schade. Aber ja, das gehört halt leider immer so ein bisschen mit zu Gwent dazu. Nichtsdestotrotz war das nicht der einzige Spielzug, der es entschieden hat. Und zwar hat nämlich Racing tatsächlich, er hat das clever ausgenutzt, indem er, ja, das Ding am Ende sehr gut gewinnen konnte. Und das war durch den folgenden Spielzug. Racing machte das hier nämlich ganz clever. Er spielte nämlich erst seinen Spion und brachte, ja, Dan Millman damit in einen ziemlichen Punktevorsprung von ganzen 21 Punkten. Racing musste ja hier das Ganze anfangen, also da den Spion auf der Blue Coin zu spielen, ist immer sehr riskant. Aber er machte das hier, weil er sich halt vorher ganz genau ausgerechnet hat, dass sein Jorvet diese 21 Punkte wieder aufholen kann. Was macht Jorvet? Dieser Jorvet hat die Fähigkeit, dass er zwei Einheiten in der gleichen Runde dazu zwingen kann, sich zu duellieren. Das heißt, er kann halt den Dennis Kranmer sich mit dem Yevon duellieren lassen. Das heißt, Kranmer macht 8 Schaden auf Yevon. Yevon macht 5 Schaden auf Kranmer. Kranmer macht 3 Schaden auf Yevon. Yevon macht 2 Schaden auf Kranmer. Kranmer macht 1 Schaden auf Yevon. Yevon macht 1 Schaden auf Kranmer, bis einer tot ist. Das heißt, er reduziert diese 21 Punkte durch Kranmer und Yevon auf ganze einen Punkt, auf einen ganzen Punkt. Das heißt, er zieht damit 20 Punkte ab, kriegt noch 2 Punkte durch seinen Jorvet und ist dann nämlich mit genau einem Punkt vorne. Und das hat Dan Millman hier einfach nicht erwartet und war sehr klug gespielt von Racing tatsächlich, dass er das hier so gut vorausgeplant hat, dass er das Ding mit genau einem Punkt gewinnt, wodurch er halt die erste Runde gewinnen kann und dann halt die in der letzten Runde tatsächlich den Vorteil hat, weil er nicht anfangen muss. Nichtsdestotrotz muss ich ganz klar sagen, hat Racing auch meiner Meinung nach zumindest einen kleinen Fehler gemacht. Im Nachhinein eigentlich kein Fehler, aber das erkläre ich gleich und das war folgender Zug. So, und zwar hatte Racing hier gerade den Rittersporn gespielt und hatte den Vreehead-Offizier gezogen und spielt den auch gleich aus und mischt seinen Zwerg hier wieder ins Deck, damit er auf 14 Punkte kommt. An sich kein schlechter Spielzug, aber Dan Millman hatte ja auch eine 14-Punkte-Karte auf dem Feld und damit, ja, macht sich Racing so ein bisschen seinen eigenen Shiru kaputt, weil er jetzt nicht mehr das Verbrennen wirken kann, ohne sich seine eigene Einheit mit zu verbrennen. Und cleverer wäre hier an der Stelle tatsächlich einfach gewesen, Rittersporn zu spielen und dann einfach Shiru, um die gegnerische Einheit zu verbrennen und erst dann den Vreehead-Offizier zu spielen. Am Ende war es nicht ganz so wichtig, dass das passiert ist, einfach deswegen, weil Dan Millman tatsächlich auch einen Shiru auf der Hand hat und durch diese gleichen Punktzahlen konnte Dan Millman dann eben sein Shiru auch nicht richtig einsetzen, wodurch die verlorenen Punkte für Racing am Ende nicht mehr so wichtig waren und er das Ding trotzdem nach Hause bringen konnte. Nichtsdestotrotz war es hier ein riskanter Spielzug, sich seinen Shiru kaputt zu machen und hätte in einem anderen oder mit ein bisschen, ja,
sag ich mal, mehr Glück auf der Seite von Dan Millman oder ein bisschen mehr Pech auf der Seite von Racing vielleicht auch am Ende zur Niederlage führen können. Also da sollte man meiner Meinung nach immer ein bisschen aufpassen. Nichtsdestotrotz hat Racing damit das erste Ding gewonnen. So, im zweiten Spiel haben wir dann ein Spiel zwischen Spion und, ja, dem typischen Neckar-Deck. Und hier muss man ganz klar sagen, also hier würde ich nicht sagen, dass Dan Millman wirklich viele Fehler gemacht hat. Das Problem ist, das Neckar-Deck ist halt einfach deutlich stärker als das Spion-Deck. Das Problem ist, die Spione brauchen eine Weile, um wirklich Punkte zu generieren. Und das Problem ist einfach, in der Zeit, wo die Spione es tatsächlich schaffen, sich den Vorteil zu erspielen, setzt das Neckar-Deck einfach nur seine Strategie auf, um dann in 2 bis 3 Zügen diese ganzen Punkte wieder aufzuholen, wodurch es echt schwer ist, mithilfe des Spionagedecks etwas gegen Neckar machen zu können, wenn man nicht gerade den Zwers mit ins Spionagedeck nimmt. Aber das macht so gut wie keiner, weil die Silberkarten limitiert sind. Man muss hier also ein bisschen Glück haben und man muss ja auch auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, wie man das Ganze angeht, wann man eventuell clever passt und so weiter und so fort. Und ich würde nicht sagen, dass Dan Millman hier große Fehler gemacht hat. Es waren am Ende, glaube ich, ein paar kleine Dinge, die einfach das Ganze so ein bisschen problematisch gemacht haben. Meiner Meinung nach das erste kleine Problem war der folgende Spielzug. Da bin ich jetzt hier tatsächlich sogar noch ein bisschen falsch. Und zwar, das war, nachdem Racing tatsächlich den Neckar nochmal sich reingeholt hat. Und man muss dazu sagen, Dan Millman hat den Vater, ich weiß immer nicht, ich vergesse immer, wie er heißt, den Vater von Kahia auf der Hand. Und der hat ja die Fähigkeit, einen Spion zu generieren. Und Dan Millman spielt hier aber jetzt aus irgendeinem Grund erstmal seine Impera-Brigade. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was da seine Idee dahinter war, weil die bringt jetzt erstmal noch nicht so viele Punkte und die kann er auch einfach später nochmal spielen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was die Idee war. Cleverer wäre jetzt gewesen, nochmal einen Spion zu spielen, um diesen Neckar nochmal zu töten und so nochmal die Neckar aus dem Deck rauszukriegen, die Neckar nochmal aus dem Deck zu entfernen. Vor allem, weil jetzt Racing in der nächsten Runde den Vrankrieger spielt. Das heißt, der Neckar wird um einen Punkt gestärkt, weil einfach eine Einheit, verzehrt wurde. Und dadurch braucht er jetzt schon 3 Schüsse, um diesen Neckar umzuhauen. Er hat es also hier verpasst, nochmal einen schwachen Neckar umzuhauen und somit die Anzahl an Neckar möglichst zu reduzieren. Danach macht Racing aber tatsächlich einen ganz cleveren Zug und das ist der folgende. Und zwar spielt er nämlich seinen Vicovaro-Novizen. Nachdem der Vrankrieger den Neckar-Krieger verzerrt hat, spielt er nämlich einfach den Vicovaro-Novizen, um sich den Neckar-Krieger wiederzuholen. Und was er damit nämlich verhindern will, ist, dass Racing einfach mit dem Schleimling den Neckar-Krieger auf dem Friedhof verzehren kann und einen weiteren aus seinem Deck spielen kann. Was er nicht weiß und wo Racing einfach ein bisschen Glück jetzt hat, ist, dass Racing einfach den Beschwörungskreis auf der Hand hat. Das heißt, der kopiert jetzt einfach den gespielten Neckar-Krieger mithilfe des Beschwörungskreises und kriegt so trotzdem noch seinen Neckar-Krieger. Der Racing hat sogar noch ein bisschen eine Finte, um nochmal einen Neckar-Krieger zu spielen. Und jetzt sieht man es schon, das Problem der Spione ist, obwohl Racing hier gerade nur seine Strategie aufsetzt, schaffen es die Spione nicht so wirklich punktemäßig in den Vorteil zu kommen. Es dauert einfach zu lange, Racing hat hier Zeit ohne Ende sich seine Strategie zurechtzulegen und geht trotzdem nicht zu weit in den Punkterückstand und hat dadurch die Möglichkeit, am Ende das Ding einfach mit starken Punkten zu gewinnen. Und ja, ich glaube, es ist schwer für die Spione. Ich will das gar nicht weiter sagen. Was meiner Meinung nach aber auch immer sehr wichtig ist, also die Spione haben folgenden Vorteil gegen die Neckar tatsächlich. Sie können nämlich den Vrankrieger aufhalten, die Neckar-Krieger oder gar die Neckar zu verzehren, indem man einfach die Spione immer wieder dazwischen legt. Das hat hier tatsächlich Dan Millman auch nicht so wirklich gemacht. Verstehe ich auch nicht so ganz warum, weil das ist eigentlich immer super hilfreich, aber es hat er hier tatsächlich nicht gemacht. Ist ein bisschen schade, weil das hilft auch nochmal ein bisschen, weil man verhindert halt, dass Neckar-Krieger gefressen werden. Dadurch können die nicht mit Schleimling benutzt werden. Und man verhindert später, dass Neckar durch die Vrankrieger gefressen werden können. Aber so ganz hat das Dan Millman gar nicht so hingekriegt. Ich muss allerdings eine kurze Sache nochmal ganz kurz gucken.
Ja, hier sind wir dann am Ende der zweiten Runde, denn Milman hat eigentlich das richtig versucht, hat versucht, die zweite Runde möglichst lang zu ziehen, damit, damit Raising nicht seine Muhme oder seine Brauerin in der letzten Runde benutzen kann, hat es aber leider nicht geschafft. Und man muss ja auch mal ganz fairerweise sagen, er hat aber auch leider ein bisschen Pech gehabt. Ich hatte ja gerade gesagt, er sollte seine Spione immer schön dazwischen setzen. Wie man aber sieht, er hatte aber nicht viele Spione. Er hatte tatsächlich nur zwei Spione und einer kam durch den Vater von Kahir. Das ist schon recht wenig. Ich weiß nicht, ob er die einfach ignoriert hat, als er sie hätte ziehen können. Ob er Pech hatte, weil er mit dem Neckarkrieger sich halt noch, glaube ich, seine Schützen vermehrt hat. Was da genau der Grund war. Vielleicht hatte er da einfach ein bisschen Pech. Und ist ein bisschen schade im Endeffekt, weil das ist dann natürlich auch etwas, was seine ganze Strategie ein bisschen kaputt gemacht hat. Ich glaube, wenn er hier noch zwei, drei Spione mehr gezogen hätte, dann hätte er hier die letzte Runde auch wirklich bis zur letzten Runde ziehen können und hätte dann auch verhindern können, dass Raising das Ding in der letzten Runde gewinnt. Wobei man auch fairerweise dazu sagen muss, obwohl Raising dann nicht seine Brauerin plus Verzehrung spielen kann, hat er mit 20 Punkte Neckern immer noch einen sehr starken Finisher. Ne, das will ich hier bloß mal dazu sagen. Er hätte dann immer noch einen starken Finisher mit den Neckern. Also das darf man meiner Meinung nach nicht vergessen. Falls er den zieht, hat er immer noch eine sehr starke Punktzahl am Ende. Und die könnte Dan Millman mit seinen Spionen tatsächlich auch nicht überbrücken, weil er hier auch die Nausicaa-Brigade noch nicht wieder in sein Deck gemischt hat. Also ich will nicht sagen, dass das Dan Millman am Ende das Spiel gewonnen hätte. Es wäre dann tatsächlich sehr stark darauf angekommen, was Raising gezogen hätte. Hätte er einen von seinen Schleimlingen noch gezogen, einen von den zwei Neckern oder das Alsurs Double Cross, also hier Alsurs Doppelspiel, oder Gales wäre auch gegangen, weil das automatisch das Alsurs Doppelspiel gezeigt hätte. Also wären das 1, 2, 3, 4, 5 von seinen möglichen 10 Karten noch gewesen. Er hätte also eine 50-50 Chance gehabt, dass er die richtige Karte zieht, da er eine nochmal wieder reinmischt kann, wäre es also sogar eine größere als 50-prozentige Chance gewesen, dass Raising das Ding sogar gewinnt, wenn er in der letzten Runde nur eine Karte hat. Also man muss ja ganz klar sagen, es war schwer für Dan Millman und er hatte vor allem ein bisschen Pech, dass er wenig von seinen Spionen gezogen hat. Nichtsdestotrotz war es halt gut gespielt und am Ende sind die Neckar halt einfach relativ stark, aber das kann man nicht so wirklich verhindern. Das war es dann tatsächlich auch von der Analyse. Hoffe, es hat euch soweit geholfen, war diesmal wie gesagt nicht ganz so lang und wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin und ciao.